Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zum Retro-Montag. Letzte Woche wurde entschieden, dass wir heute Donkey Kong Country 2 spielen. Und da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Ist für mich der beste Teil von den dreien. Ach, guck mal, ich habe gar keinen Spielstand, dann können wir sogar neu anfangen. One Player, Abfahrt. Ich spiele auf dem Switch-Emulator wieder. So, und dann geht's hier ab. Ich kenne dich jeden. Ich kenne nicht alles auswendig. Aber einiges kenne ich auswendig. Ich weiß zum Beispiel, dass hier eine Box, eine Dingsbums ist. Nee, wie geht das? Ah ja. So, perfekt. Ja, Diddy kennt man aus Teil 1 und dazugekommen ist Dixie und die kann halt so ein bisschen fliegen. Kindheitserinnerung, ja, voll. Wie ist der Ton, Leute? Ist der Ton okay? Genau wie bei Zelda, ich werde 1 bis 2 Stunden schauen wir uns das Game an und ich werde auch nicht alles sammeln auf Krampf, das kann ich auch gar nicht. Ist einfach ein bisschen durch das Game gehen. Ihr könnt das selber spielen, wenn ihr einen Nintendo Switch habt. Mit dem Nintendo Switch, ah, warte, hier unten ist noch so eine, nehmen wir auch mit. Mit dem Nintendo Switch Online Service könnt ihr das selber spielen. Also das ist auch so ein Game. Das ist nicht alt geworden, das kann man super duper noch heute spielen. Also wirklich. Ja, bei dem zweiten Teil haben die das hier eingeführt. Dass es mal sowas, so solche Extra-Attacken gibt. Und damit kommt man dann hier so ein Ding aufbrechen. Aber ja, ich glaube, ich muss hier nicht viel dazu sagen. Ich denke, die allermeisten haben das Game schon gespielt. Und wer das Game noch nicht gespielt hat, holt's nach. Nö. Rui hat's nicht gespielt. Na, no, und in jeder Welt so eine Donkey Kong Münze versteckt. Ich auch nicht. Was? Leute, nachholen. Das ist ein richtiges Stück Geschichte. Ich auch nicht. Was? Ja, dann ist ja super, dass ihr hier seid. Dann schaut mal hier zu. Ach, das Level. Krass eigentlich, dass sie direkt... Dass das zweite Level direkt so ein schwieriges ist. So viele Leute das Game nicht gespielt. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Hätte ich niemals gedacht. Ich dachte, das hätten die allermeisten mal gespielt. Gerade Super Nintendo damals, das war doch das Game. Das war doch das Game. Oder nicht? Scheiße. Wie soll ich da hinkommen spielen? Habe ich ja gerade gesagt, das Switch zum Beispiel? Oder früher oben Super Nintendo? Nicht? Bei Platin am Anfang neu geschaltet, dass man da in der war, weil ich das mit dem Bogen nicht gekauft habe. Was? Ach du Krasse. Jetzt habe ich gecheckt, was du geschrieben hast. Das ist ja RIP. RIP an dich. An der Stelle. 4 Kulo. Ja, ja, heute ist nicht so mein Tag.
Oh, hier ist ja schon Ende. Okay. Ich glaube, da unten war die DK-Münze. Ja, weiß man nicht mehr. Alles zu lang her. Und mit diesem Token konnte man, glaube ich, in Bonus-Level. Oh, das wäre lucky. Was haben wir denn für Games für nächste Woche auf der Liste? Auf jeden Fall immer noch Dark Souls. Gucken, ob Dark Souls diese Woche gewinnt. Ja, und mehr habe ich noch nicht. Habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht, tatsächlich. Können wir vielleicht jetzt uns mal überlegen. Twilight Princess. Ja, Twilight Princess können wir auf jeden Fall machen. Dann lass uns Twilight Princess mit draufnehmen. Dark Souls und Twilight Princess. Finde ich gut. Ja, Zelda Twilight Princess können wir auf jeden Fall dazu nehmen. Aber Twilight Princess oder Wind Waker? Ich würde von mich persönlich sagen Wind Waker, weil... Twilight Princess, weil Wind Waker habe ich... ist noch nicht so lange her, da ich das gespielt habe. Aber Twilight Princess habe ich ewig nicht gespielt. Weil wieder so um 12 anfangen dabei sein kann. Nächste Woche Montag um 12 anfangen. Nächste Woche Montag ist sowieso so eine... Ich weiß, wenn Hogwarts Legacy nächste Woche Montag schon am Start ist, dann fällt der Retro Montag aus. Hatte ich ja am Anfang des Projekts gesagt, wenn New Releases ist, dann kann es sein, dass der Retro-Montag mal ausfällt. Und wenn jetzt Hogwarts Legacy nächste Woche rauskommt oder ich das hab, dann kann es sein, dass kein Retro-Montag stattfindet. Ah, ist das auch so ein Scheiß-Level. Aber es gibt in jedem Level, bin mir nicht mehr sicher, ob in jedem oder nur in den ersten paar Welten, aber es gibt in jedem Level so eine Abkürzung, das dich direkt zum Ende bringt. Wenn das passiert. Ist auch ein Scheiß-Level. Gut, dass wir das übersprungen haben. So, und ein Level noch, dann ist schon die erste Welt over, dann kommt der Boss. Oh, das ist auch wieder ein krasses Level. Der Typ ist neu, den gab es im ersten Teil nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich mag den nicht so sehr, der ist irgendwie so... Der ist so behäbig. Hä, was soll das? Ich finde, man kann den nicht so schön spielen, richtig. Ich glaube, den mochte nie jemand. Ach, so ein Scheiß. Oh, scheiß drauf. Scheiß auf den, Leute. Sag ich da nur. Ohne den sind wir besser dran, glaubt es mir. Ups. Hier wäre er eh weg gewesen. So, da drüben gibt es doch bestimmt was, ne? Komme ich da mit dem hin? Ja, perfekt. Die nehmen wir mit. Ich weiß nicht mehr, was man damit machen kann. Ich glaube, man konnte sich Leben oder so ein bisschen damit kaufen. Oder von Welt zu Welt reisen später. Bin mir nicht mehr sicher. Was soll ich machen? Einfach nur durchkommen? Verkackt.
Dann hole ich mir den doch lieber. Ich glaube, jetzt nehme ich mir auch mal Dixie, weil das Fliegen ist schon ganz gut. Hier kann man bestimmt rüber. Oh, guck mal, da ist er. Ich weiß auch nicht mehr, was man damit machen konnte, ehrlich gesagt. Kommt man damit extra... Ich weiß nicht mehr, was kommt man mit den DK-Münzen machen? Kommt man damit überhaupt irgendwas machen? Ich weiß nicht mehr. So, Boss. Ist das dieser Vogel? Ja, Vogel. Der lässt so Eier fallen, die muss man auf ihn selber wieder draufballern. Na so. So, genau. Gegen den muss man später in der vierten, fünften Welt nochmal kämpfen. Dann ist er aber irgendwie ein Geist. Das war, glaube ich, richtig krasses RNG-Luck, weil da können bis zu 3 Eier raus. Genau, und die fallen runter. Die bleiben nicht immer liegen. Ich glaube, dass das direkt das erste Ei war, war richtig Geistvogel, genau. War richtig lucky. Das war schon die erste Welt, also... Oh, das ist eine richtig geile Welt mit der Lava. Da wird es auch schon schwieriger. Sollte mal wechseln. Ach, na klar, despawned. Perfekt. Das war eine geile Welt hier. Auch die Musik ist geil, ne? Aber die Musik ist eh bei den ganzen Donkey Kong-Dingern geil. Das sind die Köpfe. Genau, und damit kann ich hier in so eine Dingsbums rein. So ein... Eine Kanone. Collect all stars. Easy. Machen wir. Ein Klacks. Das sind 1900... Boah, wann kam das raus? 93 oder so? 1993, Krokodile. Ja, wenn man richtig gut ist, dann kann man, also die Speedrunner, die können direkt so ein Netz machen und direkt da, ah, guck mal, hab ich geschafft. Das Netz machen und direkt drauf. 95 kam das Game raus. Das Krasse ist, der dritte Teil, da kann ich ja ein bisschen Fakten raushauen. Der dritte Teil, der kam raus, da gab es schon die N64. Der kam 96 raus und 96 kam auch die N64 raus. Gab schon die N64 und die haben gedacht, ja gut, hauen wir nochmal ein Game für die Super Nintendo raus. Stellt euch vor, jetzt wird nochmal ein Game für... Oh, 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 nein, verkackt. Stellt euch vor, jetzt kommt nochmal ein Game für die Wii U raus. So ungefähr war das. Da war ich noch 7 Jahre flüssig. Ja, du kannst jetzt nachholen. Fand ich auch mega in den dritten Teil. Ah, genau, hier konnte man Clubbers... 9 Stück habe ich, wie viele wäre? Er will 15, okay. Creme Coins, da kann man die ausgeben. Und dann kommt man nochmal in so eine Extra-Welt, wo es richtig schwierige Level gibt. Oh ja, das Level. Wer kennt das Level noch? Du hast das gespielt, Vision.
Ja, alle. Schön. Schön, schön. 89er Jahrgang. Perfekt. Das sind halt einfach. Das sind halt Videospielgeschichte für mich. Das sind auch bis heute für mich die besten Donkey Kong Country Teile. Ich kann mit diesen neuen Teilen irgendwie nichts anfangen. Oh, als ob der genau dazwischen landet. Oh nein, da wäre DK gewesen. Ich finde die neuen Teile echt nicht gut, so irgendwie. Die sehen übertrieben gut aus, ja, aber die haben irgendwie nicht den Charme für mich, wie früher. Das war früher irgendwie geiler alles. Es war noch mit Liebe gemacht, ja. Vieles macht auch die Musik aus, glaube ich, ne? Der Donkey Kong Teil auf der N64 war auch noch ziemlich geil. Ups. Als ob das nicht weit genug geht. Doch, schön. Wie im Zirkus. Wie soll man das denn schaffen? Also man kann es bestimmt schaffen. Ich habe es nur gerade richtig scheiße gemacht. Oh nee, nicht das Level, ey. Das mag doch keiner. Ist hier eine Abkürzung? Ich meine, hier gibt es irgendwo eine Abkürzung, die. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Das ist echt kein schönes Level. Ich meine, hier gibt es irgendwo eine Abkürzung. Das ist so ein nerviges Ding, ne? Was ist hier? Gar nichts. Das ist echt kein gutes Level. Ich wünschte, ich wüsste, wo die Abkürzung ist, aber ich weiß es leider nicht. Ich meine, die war irgendwo hier oben. Oh, gefunden. Einfach runterladen, Switch Store. Ja, genau, du brauchst hier Super Nintendo. Die Super Nintendo Entertainment System. Du brauchst aber den Nintendo Switch Online Service, ne? Also du musst online spielen können, dann kannst du es runterladen. Boah, das Level wäre auch echt bad gewesen. Habe ich? Ja, sehr gut. Dann kannst du das Game auf jeden Fall spielen. Teil 1, 2 und 3 gibt es. Mario, Super Mario World, auch Yoshi Island, also die ganzen Klassiker gibt's. Umsonst? Ja, ist umsonst. Ja, ist umsonst. Krass, ne? Krass. Ja, ja. Wusstest du nicht, dass das gibt?
Nee, krass. Ja, gibt schon lang. Also, wann kam das raus? Also, es gibt ja auch die ganzen N64-Games, ne? Also, letzte Woche habe ich ja Zelda Ocarina of Time gespielt und das gibt's auch. Dafür gibt's den N64-Service. Musst du mal gucken. Nee, nee, das hier, das ist die Switch. Kann man denn da noch rein? Weiß ich nicht mehr. So? Ah ja. Need for Speed Underground 2 hatte ich über den Emulator laufen, weil das hatte ich ja über die... Wollte ich ja über die GameCube spielen, aber die Qualität bei der GameCube ist halt leider gar nicht gut. Also es ist nicht wie hier schöne Pixelgrafik, dass du sagst, okay, schön, das hat Charme. Die sollen Temal auf Switch Standard bringen. Es wird ja schon reichen. Also wenn die das Remake von dem 3DS Ocarina of Time und Wind Waker, stell dir vor, das würden die zusammen rausbringen. Jeder wird das kaufen. Verspreche ich dir. Ich nicht. Ach, Nobu, du bist auch komisch. Und moin. Jeder normale Mensch würde das kaufen. Oder jeder, der das Game mag, so. Natürlich, jemand, der mit Zelda nichts am Hut hat, der kauft das auch nicht. Pokémon Saphir Remake wäre auch geil. Ja, da kam ja gerade erst... Also... Omega Rubins Alpha Saphir ist ja auf dem 3DS. Und rein von der Logik her, also der Pokémon-Logik, müsste als nächstes Let's Go Saphir oder Let's Go Gold Silber kommen. Oder irgendwie sowas. Ah, okay. Wir nehmen Twilight Princess mit in die Liste auf für Games, die ich vielleicht nächste Woche Montag zock. Kannst ja später für Twilight Princess abstimmen. Also Dark Souls, Twilight Princess und dann noch irgendwas richtig Oldschooliges. Wäre cool. Ups. Ups. Das mit diesen drehenden Fässern ist ganz gemein, finde ich. Gibt's hier irgendwas? Oh ja, da gibt's was. Das ist natürlich schwierig. Für einen alten Mann. Meine. Ah ja. Black and White Remake. Ich befürchte, dazu wird es nicht kommen. Oh ja, mit dem Vogel. Wenn man nach oben drückt und fliegen drückt, dann fliegt der Schneider nach oben.
falls ihr... Also da kann man hier einfach im Prinzip durchfliegen, wenn man das kann. Also wenn man einfach nach oben drückt und dann fliegen drückt. Eine Banane, perfekt. Also wenn dieses Jahr Schwarz-Weiß Remake rauskommen würde, wäre das ziemlich geil für mich, weil ich habe Schwarz-Weiß ja noch nie gespielt. Einfach ein Schwert, gegen das man kämpfen muss. Irgendwie witzig, ne? Zu früh gesprungen. Ja. Kommt die Kugel. Danke. Dö. Früher unzählige Mal geworden, das zu schaffen und... ja. Als Kind war das alles so ultra schwierig, ne? Und auch irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob unsere Erinnerung auch uns manchmal trügt, ne? Aber... Ah, da auch so geile Musik hier, ne? Wisst ihr, was ihr mal machen müsst? Ihr müsst mal... bei Google eingeben, bei YouTube eingeben, Donkey Kong Country, oder wie hat der Typ das genannt? Es gibt einen Typ, der hat das ganze Game hier geremaked quasi, in HD. Und unter anderem dieses Level hier gespielt. Also das ist, ich wünschte, Nintendo würde sowas machen. Die Games hier remaken, das wär's, Leute. Ups. Das kann man so zocken, ja. Alte Gameboy-Spiele. Absolut. Hast du da ein Favorite? Hast du da ein Favorite-Gameboy-Spiel? Irgendwas, was du mir empfehlen könntest? Hugo? Echt? Fucking Hugo? Ey, es wäre so geil, wenn Gameboy, die Gameboy-Spiele auf die Switch kommen würde. Da könnte man halt nochmal ganz andere Games zocken. Das wäre halt auch so ein No-Brainer für Nintendo. Bring doch einfach noch den Gameboy, Gameboy Color und Gameboy Advance Games raus. Dann wäre die Switch auch in Zukunft einfach die perfekte Emulatorstation. Und zahle auch extra. Ja, nochmal ein 5er im Monat. Ist mir egal. Ach, scheiß Game. Ah, jetzt hat man hier so ein scheiß Lichtfisch. Der ja schlecht als gut ist. Ja, Wasserlevel war noch nie so geil. Also ich hasse Wasserlevel fast in jedem Game. Autsch.
Also ich glaube, also mir würde spontan höchstens Mario Galaxy einfallen, wo Wasserlevel irgendwie cool sind. Oder Odyssey. Odyssey waren die Wasserlevel auch cool. Kann ich hier rein? Nee. Die Schlümpfe war dein erstes Game für den Gameboy. Habe ich nie gespielt. Ist das so Jump and Run oder was ist das? Oh Mann. Übrigens gibt es hier bei der Switch, beim Super Nintendo auf der Switch die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen. Das heißt, solltet ihr mal irgendwo nicht weiterkommen, weil es zu schwer für euch ist und irgendwo sterben, habt ihr die Möglichkeit, einfach nochmal zurückzugehen und das nochmal zu versuchen. Dafür müsst ihr L2 und R2 gedrückt halten. Dann kommt dieses Menü und dann könnt ihr einfach zurückgehen und nochmal versuchen. Wenn ihr irgendeinen schweren Sprung habt oder irgendwas ausprobieren wollt oder so. Das ist, finde ich, ganz angenehm. Vor allen Dingen für schlechtere Spieler. So hat zum Beispiel meine Freundin viele von den Super Nintendo-Teilen nachgeholt. Weil die halt nicht so gut ist, dass sie sagt, okay, ich, also das hier zum Beispiel, das wäre Pain. Also ist für mich ja auch nervig. Und hat dann viele Sachen nachgeholt, tatsächlich. Was ganz cool ist. Meins war Tetris. Meins war auch Tetris, tatsächlich, das erste. Dann hatten wir noch Super Mario Land, das allererste. Und dann kam, also in mein Gedächtnis kam dann direkt das nächste Pokémon Rot. War dann das nächste. Habe ich auch noch nicht gecheckt. Was hast du noch nicht gecheckt? Ging das hier nicht zurück? Ja, hier geht es nämlich zurück. Weiß ich gar nicht, ob sich das lohnt. Autsch. Ups. Hätte ich Damage boosten sollen, glaube ich. Aber ich meine, dahinter war dahinter nicht ein Strauß oder so. Oder irgendwie ein Rhino oder so. Irgendwas war dahinter, meine ich. Die Super Mario World. Dann kam Kirby und dann schon Zelda. Ach krass. Es gab... Ach klar, es gibt ja auch Kirby und so da drauf. Stimmt. Ich will es jetzt schaffen. Und genau, bei diesen Momenten, ich demonstriere es einmal, ihr könntet jetzt quasi hier zurück und das einfach nochmal versuchen. Ich sag ja, da ist was. Guck, so. Und dann könntet ihr das einfach nochmal versuchen. Ich damage booste mal durch hier. Was gibt's hier eigentlich? Damit ihr mal seht, was es hier gibt, ob sich das lohnt. Ah, das ist die DK-Münze, okay. Ich dachte hatte irgendwie... Oh, ich komme... Oh doch. Ich dachte irgendwie, man kriegt hier irgendwie ein Vieh zum Benutzen. Aber es war vielleicht im anderen Game. Das war schon knapp. Das Krokodil verschwindet. Mhm. Jetzt die Frage, muss ich die DK-Münze wiederholen? Will ich sie holen? Nein, wir scheißen jetzt drauf. Ne? Ist für euch, ihr wisst, wo es die gibt. Wenn ihr hier die DK-Münze holen wollt, holt sie euch. Ich brauche das jetzt hier, um einmal ein bisschen zu zocken, nicht? So, du sag Haus ab, deswegen... Oh! Ja, ich sollte ein bisschen besser aufpassen.
Der haut nicht ab. Hier gab es... Sehe, es gibt irgendwo eine Spinne. Keine Ahnung wo. Mit Dixie macht man sich halt übel einfach, ne? Weil du da einfach überall lang fliegen kannst. Ich bin gesprungen, ich schwöre es. Wir scheißen drauf. Ach guck, nee, sie war gespeichert. Habt ihr oben gesehen? War gespeichert. Wunderbar ich eigentlich. Eigentlich dürfte die sich nicht speichern. Hä, ich bin gesprungen! Monster Sanctuary, Bosskämpfe. Irgendwie verschluckt er meinen Sprung, habe ich das Gefühl. Muss ich gleich mal ein bisschen langsamer. Erst springen und dann laufen. Ach, scheiße. Ah! Okay, einfach durch. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was eure ersten Super Nintendo bzw. ersten Game Boy Games waren. Oh Mann, da komme ich nicht ran. Ich denke, bei vielen wird es entweder Tetris sein oder Pokémon. Oder Super Mario World, stimmt, Super Mario Land. Land hieß es, glaube ich. Ja, das ist ein scheiß Level, sage ich euch jetzt schon. Das ist ein richtiges Kacklevel. Also ich weiß, da habe ich meinem Vater als Kind so lange dran gehangen. Es ist so ein scheiß Game. So ein scheiß Level. Eine ganz bestimmte Stelle auch. Zeige ich euch gleich. Das war schon mal scheiße. Vor allem gibt es ja... Okay, ich habe 25 Leben. Aber es gibt ja auch sowas wie The Game Over. Deswegen muss man eigentlich zwischendurch auch mal speichern. Ja, deswegen hasst man auch diese scheiß Schlange hier. Das ist so ein Kackvieh. Ich glaube, da kann man in der Mitte runter, aber gar keinen Bock. So, Mitte. Mitte schon mal gut. Da, gut, was ist das denn? Hier kommen die Stellen. So. Der schießt, aber muss da drauf springen. Und das wird gleich richtig fies. Oh Mann, ey. Aber hier ist direkt einer. Ah! Das ging noch. Oh! Oh Gott, ich springe mal nicht so weit. Da, das ist die Stelle, glaube ich.
Nee, ist nicht die Stelle. Man muss irgendwann muss man über zwei oder so. Hintereinander. Oder war das die Stelle? Okay, vielleicht war es auch die Stelle. Oh Junge, aber vielleicht, oder kommt später nochmal so ein Level? Ich weiß das alles auch nicht mehr. Au ja, das Level. Au ja, ja, ja. Böse Erinnerung. Die Käfer sind auch so scheiße, wenn man zweimal auf die drauf springen muss. Ja, das ist natürlich dumm. Ich glaube, in einem späteren Level, da steigt das Wasser einfach die ganze Zeit automatisch. Oh, den könnte ich gebrauchen, ah. So, Hälfte haben wir. Was ist das? Genau das. Da, ah nein, das kriege ich nicht mehr. Damit könnte man sich unsterblich machen. Ist wie ein Stern bei Mario. Ach, Mann. Ah! Ein Millimeter daneben. Stell zurück. Nee, nee. Ich wollte das jetzt hier nicht ausnutzen. Ist das die falsche Richtung? Hallo? Ja, es bringt gar nicht so viel. Ich glaube, im Wasser ist gleich die DK-Münze hier unten oder so. Nicht aufgepasst. Ja, da oben, irgendwo im Wasser dann am Ende ist die DK-Münze. Relativ assi. Weil ja im Wasser ist dieser böse Fisch. Falls ihr noch nicht gesehen habt. Scheiße! Junge, 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 das war knapp. Da unten ist, glaube ich, die Tag, oder? Nee, auch nicht da unten. Machen wir das mal. Ich habe nicht mal Diddy eingesammelt. Das war scheiße. Mann, das hätte ich so gut gebrauchen können. Oh, gekriegt. Geil. Genau, hier ist die DK-Münze. Oh, hat doch geklappt. Super. Brumble Blast. Oh ja. Sticky Bush Symphony. Das beste... die beste Musik, die beste Donkey Kong Musik in einem Game. Vision, was sagst du? Beste Melodie, oder? Was hab ich denn da gemacht? Ich weiß gar nicht, wo man lang muss. Das ist also auch für mich spannend. Mit beste Map. Ah, ich kenne die Map leider nicht mehr auswendig. Scheiße, wo muss ich lang? Mann, der geht nicht nach unten, okay?
da lang? Aha, so lang. So ist richtig. Perfekt. Aber ist gerade zu gut. High risk, high reward. Das war schon ein schwieriger erster Teil, ne? Also ihr denkt, weil ich, ach Mann, ey. Ihr denkt vielleicht, okay, easy, der trifft das die ganze Zeit, aber die Dinger bewegen sich halt, also die bewegen sich so, aber es gibt auch welche, die bewegen sich um 360 Grad, da muss man selber dann gucken, wo man lang will. Da muss man im richtigen Moment drücken. Gut ist immer übrigens einfach den Bananen folgen, das war schlecht. Bananen folgen ist immer ein guter Tipp. Oh, will ich da unten? Ich gehe, glaube ich, oben lang. Da lang, ne? Nee, nicht da lang. Da lang. Bananen folgen. Oder lieber hier lang. Nee. Bananen folgen. Die drehen sich um 360 Grad. Wenn ich hier einen Fehler mache, RIP. Dann muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Außer, deswegen diese Back-Funktion. Die ist natürlich extrem geil jetzt hier, ne? Habe ich das mal ausnahmsweise gemacht, weil es sonst echt ewig dauert, bis man wieder da ist. Und ich war kurz vor Ende. Oh, Boss. Boss, Boss, Boss-Time. Cheater. Ist so. Ah, der Typ, stimmt. Ich glaube, da ist so ein Erdbeben. Wenn ich stehen bleiben würde, dann würde er mich mit der Keule schlagen. Da so. Hä? Ach so, ich muss den erst runterkommen lassen. Scheiße, ich dachte, der kann direkt drauffallen. Relativ lang dauert der. Nur einmal. Ich weiß nicht, wie oft man das machen muss. Hä? Okay. Glaub, weil ich zu nah dran war. Viermal bestimmt. Ich habe nur erst einmal getroffen da. Wie meinen die das? Wie meinen die das? Also ich stelle mich gerade richtig dumm an. Endgegner. Also das ist mein Endgegner. Mein Nemesis. Was ist das denn? Ha. Maskulin sein, auch die Endgegner diesmal innen. Ey, komm, wir haben Dixie Kong dabei. Wir haben Dixie Kong dabei. Das ist doch fast wie innen. Ja, hoffentlich nur dreimal.
Dreimal? Viermal, scheiße. Boah, mehr als viermal. Das waren noch richtige Bosse. Die Augen, wenn man ihn trifft, ich guck mal jetzt. Ich achte drauf. Na, Mann. Der hat aber auch Muskeln und eine Keule. Oh ja, die Augen. Nochmal! Bam! Das war's. Huiuiuiui. So, und jetzt kommen wir in meine persönliche Lieblingswelt, glaube ich. Ist das jetzt meine Lieblingswelt? Oh ja, das ist meine Lieblingswelt. Mit den Bienen. Das ist echt meine Lieblingswelt von dem Game. Erstmal, Musik ist wieder ziemlich geil. Und man hat hier diesen Honig, wo man dran kleben bleibt. Und da muss man so quasi Wangsprünge machen. Man springt immer ein bisschen weg und dann wieder hin. Das fand ich immer richtig geil. Und das konnten auch viele immer nicht. Ja, diese Bonus-Level, das war es damals. Diese Bonus-Level. Ja, das mit dem Honig, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie habe ich das geliebt. Ich fand das irgendwie cool. Das war so eine coole Mechanik. Dass man da einfach dran hängen bleibt. Ich sag auch, Minecraft hat das von hier geklaut. Oh, oh. Ah, ich wusste, dass es zu nah ist. Musik jetzt. Da kriegst du richtig Feeling. Nicht so eine Scheißmusik. Ach, was mache ich denn da? Wie heute? Einfach drüber fliegen können. Das war ganz schön knappig. Wo bist du denn, mein Kollege? Hä, wo warst du denn? Ich hab dich nicht gesehen. Weiß ich, wo er war. Ah, da. Hallo. Ach, scheiße, der kommt ja. Ja, ich muss mal ein bisschen mehr gucken, bevor ich springe. Ich kenne die Sachen halt auch nicht mehr auswendig. Dann würde ich auch echt weniger sterben, glaube ich. Ach, das war natürlich auch wieder super. Oh ne, erstmal. Ich gucke erstmal. Okay, ich kann jetzt und jetzt. Hier war schon wieder eine Spinne, keine Ahnung wo. Eine Banane, perfekt. Ja, diese Level waren echt mein Lieblingslevel. Ja.
Und hier kommen wir zum nächsten Lieblingslevel, den Auto-Scroller. Das war auch echt cool. Das waren sowieso immer mein Lieblingslevel bei Donkey Kong. Auch schon im ersten Teil mit dieser Galore oder was das war. Man muss eigentlich nichts machen außer springen. Aber es kann ganz schön fordernd sein. Vor allen Dingen ist das Spiel, Bild ja 4 zu 3. Ne? Ist nicht so wie heute, dass man bei 16 zu 9 alles schon richtig schön früh sieht. Deswegen gibt es auch immer diese Bananenindikatoren. Epic Hintergrund, ja Mann. So, man musste alle Bienen einfach killen, ne? Ja. Das war schon nicht so einfach. So, Hälfte haben wir. Jetzt wird's fordernder, versprochen. Der Anfang war für Babys. Aber die war die DK-Münze. Ich glaube, hiervon gibt es auch nochmal eine Version, wo man irgendwie die anderen Leute einholen muss. Oder war das bei... Nee, ich glaube, es war Teil 3. Ja, das ist schlecht. Habe ich nicht aufgepasst. Ah, wird schon schwierig. Nein, was mache ich denn? Aber zu viel Spaß machen wir es nochmal. Aber ich habe ja gesagt, jetzt wird es schwieriger. Hier muss ich gleich springen, ne? Ah, guck, DK-Münze wird immer gespeichert. Gut zu wissen. Da kann man auch runter, habe ich gerade gesehen. Da könnte ich auch runter. Ist bestimmt wieder so ein Dingens. Geheimweg. So, den nehme ich nicht. Oh, perfekt. Das war sogar die letzte Tür, wo ich gegengeballert bin. Super. Schönes Münzchen mitnehmen. Und ich würde sagen, das reicht auch schon für den Retro-Montag. Kleiner Einblick. Ich muss ja das Game jetzt nicht durchspielen. Wir sind nämlich fast schon. Ich glaube, wir sind schon über die Hälfte. Können wir mal speichern und dann mal gucken. Jetzt bin ich reingegangen, ne? Aber dafür haben wir das hier. Ich glaube, man kann hier speichern. Bei dir, Kong College. Safe Game for free. Genau, Secret Doors. Rolljump, Area Guardian. Ich weiß nicht, was das alles ist. Aber wir machen mal Safe Game. 27%. Kann man gut spielen. Guck mal, man kann das gut in ein paar Stündchen, kann man das gut durchspielen. Und nächste Woche schauen wir dann, was es gibt. Ich mache jetzt die Abstimmung. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne mal auf Twitch abchecken. Lasst ein Like auf dem Video da und bis zum nächsten Mal. Auch rein.